Ein herzliches Hallo an alle Paintballer und an alle die, die es noch werden wollen. Ich möchte euch heute mal die 300 Bar Flasche 1,1 Liter aus dem Hause Power aus der Carbon Series vorstellen, die, wie ich finde, tatsächlich HP-Flasche mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und den besten Gimmicks für euch als Spieler, die auf dem Markt sind. Womit vergleichen wir es? Wir vergleichen es auf jeden Fall mit der 0815 Standard Stahlflasche. Ich habe jetzt hier mal eine von Dai genommen. Die gibt es von mannigfaltigen Herstellern. Alle sind sie gleich. Sie wiegen relativ viel, so 1,4, 1,5 Kilo. Sie haben 200 Bar Fülldruck und sie haben ein Füllvolumen von 0,8 Liter. Aus dem durchschnittlichen Paintball-Markierer kriegt ihr raus so um die 500, vielleicht 550 Bälle. Ja, die Flasche ist deutlich günstiger, aber die Flasche lohnt sich nicht nur für Turnierspieler oder für Profispieler, sondern vor allem auch für Freizeitspieler. Ganz einfach aus dem Grund, ihr habt 1,1 Liter Füllvolumen, ihr habt 300 Bar und aus einem durchschnittlichen Markierer kriege ich irgendwas so zwischen 1100 und 1200, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 1200 Bälle raus. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, denn ihr wisst, wenn die Paint aus ist oder vor allem auch wenn die Luft aus ist, heißt es Hand auf den Kopf, out geschrien und raus aus dem Spielfeld. Ihr seid raus aus dem Game. Und das ist natürlich bei so vielen Schüssen, die ihr hier dabei habt, ein Riesengimmick und gerade für Freizeitspieler, die auf Freizeitfeldern unterwegs sind, ihr müsst nicht permanent zur Luftstation rennen. Bei einem Turnierspieler ist das relativ egal, der hat in der Pit eine Luftstation, der kann sich auch eine kleinere Flasche nehmen, aber ihr müsst in der Regel als Freizeitspieler relativ weit über das Spielfeld rennen, zur Luftstation, könnt dann wieder auffüllen, dann wieder zurückrennen, das kostet eine Menge Zeit. Hier habt ihr einfach mindestens für zwei Games in der Regel genügend Luft dabei und könnt euch vor allem sicher sein, egal wie lange das Game dauert, auch beim ersten Game habt ihr auf jeden Fall genügend Luft. Das gute Stück wiegt 1,1 Kilo, hat wie gesagt einen Fülldruck von 300 Bar, ein Füllvolumen von 1,1 Litern. Kommt daher inklusive Regulator, das ist ja bei ganz vielen HP-Flaschen auch nicht der Fall, da wird der Regulator noch immer extra berechnet. Für die 174,90, was dieses System kostet, kommt es inklusive Regulator. Ihr habt ganz normal wie bei jeder Flasche ein Manometer, ihr könnt diese 300 Bar Flaschen bis 4500 PSI füllen. Ihr habt den Füllnippel mit Schutz, natürlich die zwei Berstscheiben als Sicherheitsdruck. Ihr habt wie bei Ninja einen doppelt beohrigten Regulator, was ich sehr, sehr gut finde, weil die doch immer mal wieder kaputt gehen, die Ohrringe beim Auf- und Abschrauben auf den Markierer. Und dann hält wenigstens der zweite Ohrring dicht. Und das Ganze ist einstellbar im Ausgangsdruck. Und wie gesagt, das Gesamtpaket bekommt ihr für 174,90. Ich kann euch die Flasche wirklich nur wärmstens empfehlen. Spielt ihr mit der 300 Bar Flasche, habt ihr noch eine 0,8er Stahlflasche, spielt ihr mit dem Gedanken, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, auch was ihr von Power und den Flaschen haltet. Ich bin von Power wirklich mehr als überzeugt, weil es einfach geile Produkte zu wirklich guten Preisen sind. Wie gesagt, meine Top-Empfehlung für 300 Bar Flaschen, gerade für etwas kleineres Geld und für Freizeitspieler, ist die 1,1 Liter 300 Bar Flasche aus der Carbon Series, die jetzt hier auch steht. Genau. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Der Basti von Paint Supply. Ciao.